Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Temperance. Und ja, wir haben ja hier unser Glühwürmchen, beziehungsweise unsere Aufgabe. Ah, da oben gibt es noch so ein Ding hier. Ich gar nie gesehen. Ja, wir waren ja vorhin auf der Spitze des Berges und müssen dort 40 Glühwürmchen haben. Wir haben aber nur mindestens jetzt 38. Das heißt, uns fehlen noch zwei. Und ich bin ins Wasser gefallen. Das ist gar nicht gut. Hey, ich konnte eine Stampfattacke machen. Das hat mich irgendwie kurz gerettet. Okay. Jedenfalls versuche ich hier noch manche Überbleibsel von Glühwürmchen, die wir noch nicht ergattern konnten, zu ergattern, ne? Sag ich mal so. Und irgendwie läuft hier wieder keine Musik. Ich weiß nicht, was hier der Fehler ist, aber ich weiß auch nicht. Vorhin übrigens, wo ich hier wieder hingekommen bin und den Checkpoint aktiviert habe, hatte ich wieder die eine Sequenz, wo man hier halt zum ersten Mal bekommt, wenn man hier zum ersten Mal ist. Was ich sehr komisch finde, weil die ja verzögert ist. Macht irgendwie für mich persönlich jetzt einen schlichten Eindruck. Also einen komischen Eindruck. Ich frage mich echt, wie kriegt man die eigentlich? Beziehungsweise von wo kriegt man die? Ne? Aber ja. Stimmt, ich musste da rüber, ne? Die Frage ist jetzt. Lauf darüber und man klettert drüber. Aber was war denn der Unterschied vom Klettern und darüber springen? Gab es einfach beide Wege? Hatte ich da die Hügel aktiviert? Ich sehe es von meiner Position nicht. Weil wenn nicht, dann könnte ich es nämlich noch aktivieren. Haben wir diese Musik überhaupt schon jemals gehört? Nein, ich habe es nicht aktiviert. Platzieren! Das heißt, wir hätten schon unsere 40. Ich hoffe natürlich, dass wir dort oben den Raketenwerfer bekommen. Und ich glaube, ich falle gerade runter, aber das ist mir dann eigentlich auch egal. Es wäre zwar ein bisschen komischer Ort. Wie bin ich jetzt hochgekommen? Egal. Wäre zwar ein bisschen komischer Ort, um den Raketenwerfer auf der Spitze zu bekommen, aber wer weiß. Vielleicht ist es aber auch das Ende und wir brauchen einfach noch 40 und dann. Ja. Ich weiß es nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr es schon wisst. Könnt ihr mich wissen lassen. Dö. Ah, oder man kommt so runter. Jetzt hätten wir ja unsere 40, aber wir wollen den anderen natürlich auch noch fangen, weil mich nervt das halt, wenn ich hier hinkomme und den sehe. Ich springe immer hier hoch, eigentlich könnte ich auf der anderen Seite hochspringen. Ich hoffe, es gibt nicht wieder den Bug, dass ich hier auf einmal an einer anderen Stelle spawne. So, endlich tot. Leben aufnehmen. Und hier sind wir noch nie rüber. Noch nie. Auch wenn uns das Spiel schon auf die andere Seite gebracht hat. Wir waren da noch nie. Kann man hier springen oder? Ah, ich dachte schon. Wo ist denn die Ding hin?
Jawohl. Und ich glaube, da kann man noch rüberspringen, ne? Von der Position hier. Oh. War das gerade eine Maske, die uns mehr bringt? Nee, das geht anscheinend nicht. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich nehme einfach die Abkürzung hier. Es gibt ja eine Abkürzung nach Hause, ne? Zu The Temerance. Von hier. Und zwar auf der anderen Seite da. Habe ich die Fässer jemals gesehen? Ich weiß, Fässer. Kisten. Okay, volles Leben. Das ist natürlich schön. Ja, ich kenne dich. Habt ihr schon mal gesehen? Diese meine ich hier. Okay, die bringen uns einfach. Einfach das hier. Schön. Schöne Abkürzung. Naja, wenigstens heute kommen wir, also in dem jetzigen Part kommen wir voran. Okay, die Zeit wird hier etwas dauern, bis es geladen hat. Das hat auch vom letzten Mal hat's gedauert hier. Wobei, es geht noch. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, kriegen wir Schaden, wenn wir ins Feuer laufen, weil ich habe das nie gemacht. Weicht dem halt automatisch aus. Wahrscheinlich schon, ne? Ich will es einfach mal wissen. Wir können durchs Feuer laufen. Jawohl. Und eine Frage ist, habe ich das Ding mal geöffnet? Nicht? Ich dachte, ich hätte das mal aufgemacht. Tja. Bin schon schlauer geworden. Ich habe nur beim Videobearbeiten gedacht, so, habe ich das Ding nicht aufgemacht bisher? Wieder zu, also beim Videoschneiden. Oh ja. Etwas, was ich hier auch noch herausfinden will, ist, wenn ich den Sprung dann vollführen kann. Okay, von hier geht er sowieso nicht anscheinend. Geht nur auf der anderen Seite. Wo wir da wirklich hinkommen. Okay, ich muss ein bisschen näher an den Rand. Ich habe da übrigens enorm lange gebraucht. Ich habe da deswegen ja auch einiges rausgeschnitten. Das ist euch gar nicht so aufgefallen wahrscheinlich. Ja, ich habe zu lange gewartet. Was passierte ja jetzt? Ich muss enorm an den Rand. Okay, man muss zuerst nach vorne springen und dann den Sprung vollführen. Tut mir leid. Aber es leckt hier auch ein bisschen. Also es wirkt nicht flüssig, das meine ich damit, mit lecken. Ja, ich konnte gerade nicht mehr springen, weil da im Moment muss man wirklich zack und bumm, zack, bumm machen so. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Und wie weiter hier? Hier gibt's ja keine Blume. Oh, ich kann mir vorstellen, übrigens, die Dinger, die wir hier immer wieder aktivieren, ne? Also die Zeitaufgaben. Wir machen hier einfach einen Rundkurs.
Weil im Prinzip führt das ja, was wir hier machen, wieder an die Stelle, wo wir vorhin waren. Also sowas, ne? Kennst du Springen? Okay, falscher Weg, oder? Ah nee, wir müssen so. Ne? Oder? Ja, doch, doch. Was ich glaube es, jedenfalls. Nein, falscher Weg. Schade. Wir in die andere Richtung? Können wir nicht. Ah, die Spitze zu erreichen ist eigentlich gar nicht so einfach, weil ich den Weg nicht auswendig weiß. Hat gut funktioniert. Ich habe das gedrückt und er ist runtergefallen. Hallo. So. Wie kann man noch mal in die Spitze? Seht ihr das? Okay. Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren. Ah, da. Müssen wir irgendwie da hoch? Ah ja. So, dann sind wir mal wieder oben. Das ist der interessanteste Checkpoint. Man muss hochklettern. Aber sonst ist eigentlich alles gut. So, was wird wohl passieren? Was, meine lieben Leute? Genauso fühle ich mich. Ich schaue das Ding an und denke mir so, wo? Wo ist denn dieses Tor eigentlich? Wisst ihr das? Also, ich habe keine Ahnung. Oder habe ich mal irgendwo ein Tor gesehen? Doch, ich habe doch irgendwo, stimmt da, auf der anderen Seite habe ich doch mal ein Tor gesehen, ne? Tja, toll. Aber ich dachte mir jetzt nur so, jawohl. Ich hätte jetzt irgendwas anderes erwartet, ehrlich gesagt. Kommen wir hier schneller runter? Ja, so ungefähr. Nicht so. Das Tor noch aktiviert und müssen wir es nochmal aktivieren. Aktiv. Activate.
Ach, ich will doch nur runter, Mann, Spiel, tschüss, so. Ja, gut. Ich weiß aber nicht, wo. Wo denn? Die Steine irgendwie in das Nichts fliegen. Ich jetzt irgendwie immer hier hochkomme. Vorhin, ich weiß auch nicht, krampfhaft versucht habe, hier hochzukommen, aber es einfach nicht ging. Sorry. Es war echt, es ist echt seltsam. Dass ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir irgendwie hier noch so ein Ding aktivieren. Die Frage ist jetzt, es gab ja hier noch ein Tor, ne? Nichts falsch. Ja, nicht ganz. Muss man hier doch noch klettern? Warte, wo muss man hier klettern? Okay. Aber ist das Tor eigentlich nicht? Ah ja, hier unten wollen wir mal. Ich springe einfach überall runter. Dieses Tor meine ich hier. Genau. Aber wie kriegt man denn das Tor hier auf? Stimmt, es wurde uns ja mal einen Schalter angezeigt, den ich nie gesehen habe. Und zwar wurde uns der einfach angezeigt, als wir einen gewissen Bereich betreten haben. Ich weiß nicht mehr, wo der Bereich war, aber der wurde uns dann halt... Wir sind irgendwo hingegangen und dann wird uns auf einmal ein Schalter angezeigt, ne? Kann ich euch erinnern? Ich habe den Schalter ja nie gesehen. Er hat ein komisches Symbol. Mehr weiß ich nicht. Okay, von hier komme ich eh nicht irgendwie rauf. Und hier klingt es natürlich immer nach diesen Tieren. Ich habe echt keine Ahnung. Bin da ein bisschen überfordert gerade mit der Situation. Solange es am Schluss nicht heißt, sie müssen jede Ding-Aufgabe gemacht haben. Eins. Okay, ich komme da nicht hin. Frage ist auch überhaupt, wie ich dorthin komme. Oder waren wir da schon? Na gut, doch, wir waren da, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hat gut funktioniert. Ich weiß, die Zeit ist bald um. Und was alles zum Schneiden ist. Naja, wie gesagt, ich werde sehr, sehr Freude haben am Schneiden. Nicht. Überhaupt nicht. War ich da jemals drin? Ach so, von da bin ich hergekommen. Ach so. Lol. Was sind da oben? Da oben ist ja auch noch irgendwas. Keine Ahnung, meine Freunde. Oder meine Leute. Was da wirklich alles gibt.
die Schlangen wieder hier. Ist noch einen anderen Weg? Okay, es gibt wirklich einen anderen Weg. Für eine Frucht. Ah, nee. Für eine Lebenserhöhung. Okay. Ja, wie gesagt, immer gut umschauen. Funktioniert ja gut. Ich glaube, hier drin wurde uns das Ding dann angezeigt. Übrigens, zwischendurch spawnen zwar die... sind diese Steine nicht wirklich gespawnt. Ah, ja, das ist die Stelle, wo man ja da runterfällt. Ich glaube, hier wird uns der Schall angezeigt, ne? Wenn wir hier weitergehen. Beziehungsweise, wir waren hier noch nie. Okay. Schön. Oh. Okay. Liebe Leute, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, wir finden natürlich den letzten Tamarin oder wir kriegen einen Raketenwerfer oder ich habe keine Ahnung, beides und vielleicht sehen wir doch eine Endcutscene, weil wir sind hier relativ weit von den Prozent her, wobei es eigentlich... 69,2 eigentlich nicht allzu viel ist, aber wenn man es jetzt mit dem vergleicht, was ich hier schon gesammelt habe. Wir haben 100? Wir haben 100. Okay. Ja, dann macht's jedenfalls gut, liebe Leute, und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bei Let's Play Tamarin. Also hören. Tschüss!